Heute geht es um das dritte Kapitel. Wir sind fertig mit Kapitel 2. Wir haben jetzt also die dynamischen Spiele mit vollständiger Information erledigt. Jetzt kommen wir jetzt wieder zu statischen Spielen, aber diesmal mit unvollständiger Information. Und insbesondere werden wir hier jetzt das bayesianische Nash-Gleichgewicht uns anschauen und dann im nächsten Video ein paar Anwendungen zu Auktionen. Nochmal kurz zurück zur Frage, was sind eigentlich Spiele mit unvollständiger Information? Ich hatte das in einem Video schon mal erläutert. Das sind Spiele, bei denen die Spieler manche Aspekte des Spiels nicht kennen. Zum Beispiel die Auszahlung des anderen Spielers. Das ist eine recht häufige Situation. Warum sollte man das auch wissen? Warum sollte ich als Firma wissen, welchen Gewinn genau die andere Firma macht? Manchmal weiß ich nicht mal, welche Strategien oder Aktionen die andere Firma zur Verfügung hat. All das sind Spiele mit unvollständiger Information. Und wir hatten aber auch schon besprochen, dass die sich eigentlich relativ schwer mit unserem spieltheoretischen Modell vereinbaren lassen, weil wir immer davon ausgehen, dass alle Spieler die Spielregeln kennen. Ja, also genauso, wenn Sie ein Gesellschaftsspiel kennen, jeder hat die Spielregeln, jeder kennt die Regeln, wenn er sie gelesen hat zumindest. Und das heißt, jeder hat vollständige Informationen über das Spiel. Wie kann man jetzt die doch eigentlich sehr realistische Situation abbilden, dass Spieler unvollständige Informationen haben? Und das macht man seit John Harsanyi, das 1967, 68 vorgeschlagen hat. Man macht es mit einem Trick. Man wandelt nämlich die Spiele, die eigentlich unvollständige, also incomplete Information haben, in Spiele mit imperfekter Information um. Das sind also Spiele mit Informationsmengen. Die können wir leicht behandeln, das haben wir auch schon gemacht. Und wie macht man das? Man macht einfach einen künstlichen Zug der Natur, des Zufalls hinzu, man fügt das dem Spiel hinzu und zwar meistens am Anfang des Spiels. Da gibt es also einen Zufallszug über verschiedene Typen eines Spielers. Also wenn ich nicht genau weiß, welche Gewinnfunktion der andere Spieler hat, dann nehme ich einfach an, dass der Zufall irgendeine bestimmte Gewinnfunktion auswählt. Und wenn ich in einer Auktion bin und ich weiß nicht genau, was ist die Zahlungsbereitschaft des anderen Bieters, dann nehme ich an, dass der Zufall eine bestimmte Wertschätzung des anderen Spielers auswählt. Natürlich muss ich trotzdem immer noch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung darüber haben. Irgendwas muss ich wissen, aber ich muss nicht genau wissen, welche Wertschätzung oder Gewinnfunktion der andere Spieler hat. Also das ist der Trick. Wir fügen einen Zufallszug ein. Das ist am Anfang. Die Natur wählt irgendetwas und mindestens einer der Spieler kennt nicht das Ergebnis dieses Zufallszugs. Dann wird es ein Spiel mit imperfekter Information. Bei der Notation halte ich mich relativ eng an das Buch von Tadelis. Sie können auch das Buch von Funberg Tirol nehmen. Das ist so die Standardnotation für bayesianische Spiele. Ich würde nicht so sehr empfehlen, die Notation in dem Buch von Gibbons zu benutzen. Die ist zwar natürlich auch korrekt, aber nicht ganz so schön. Und wenn Sie sich orientieren wollen an einem Buch, das nahe an der Vorlesung ist, dann nehmen Sie hier lieber das Buch von Tadelis. Was sind das für Spiele? Wir werden zunächst erstmal nur statische Spiele uns anschauen. Die dynamischen Spiele kommen dann in Kapitel 4. Dazu brauchen wir dann aber nochmal ein neues Gleichgewichtskonzept. Für die statischen Spiele reicht uns so eine leichte Modifikation des Standard-Nash-Gleichgewichts. Und das nennt sich bayesianisches Nash-Gleichgewicht, werden wir dann sehen. Also deswegen heißen diese Spiele auch gern bayesianische Spiele. Und typische Anwendungen sind Auktionen. Das ist ein Riesengebiet in der Ökonomie mittlerweile. Da könnte man eine ganze eigene Vorlesung darüber machen. Auktionen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Dann ist die typische Anwendung, ist, dass man da eben nicht die Zahlungsbereitschaften der anderen Bieter kennt, was realistisch ist. Und ein anderes Anwendungsgebiet ist die Oligopoltheorie. Auch da, also wir hatten ja schon Cournot und Bertrand uns angesagt, auch Stackelberg, diese Modelle. Aber da hat man typischerweise angenommen, alles, was über den anderen Spielern, also die Nachfrage und auch die Kosten, auch beider Spieler oder aller Spieler, sind bekannt. Und wir werden sehen, das kann man
generalisieren, indem man annimmt, dass die Kosten zum Beispiel unbekannt sind. So, jetzt machen wir erstmal ein ganz einfaches Beispiel, um zu sehen, wie das geht. Und zwar nehmen wir wieder unser Battle of Sexes, das haben wir schon öfters gehabt, das Spiel. Diesmal allerdings mit Unsicherheit. Der Mann ist, wie üblich, unambiguous. Er bevorzugt Fußball, die Frau Ballett. Der Mann ist allerdings unsicher, ob die Frau ihn treffen möchte oder nicht. Bisher gingen wir immer davon aus, dass beide Spieler zwar unterschiedliche Präferenzen haben wo sie hingehen sollten, aber sie wollen sich auf jeden Fall treffen. Und jetzt ist der Mann etwas unsicher. Die Frau könnte auch eventuell ihn gar nicht treffen wollen. Das heißt also, wir haben jetzt zwei mögliche Spiele quasi, die eigentlich gespielt werden könnten. Nämlich die linke Matrix, das ist unser normales Battle of Sexes. Das haben wir immer gehabt. Das heißt also, die Elemente außerhalb der Diagonalen sind 0, weil sie sich auf jeden Fall schlechter stellen, wenn sie sich nicht treffen. Aber die rechte Matrix ist jetzt etwas anders. Da sehen wir hier, die Frau hat hier eine relativ hohe Auszahlung, wenn sie sich nicht trifft. Und ebenfalls hier. Das heißt also, hier sind es die Präferenzen der Frau anders. Die möchte eigentlich lieber was alleine machen. Und wenn sie sich mit dem anderen trifft, ist es gar nicht so gut für sie. Das ist aber auch eine Möglichkeit. Und wir nehmen mal davon aus, dass der Mann a priori davon ausgeht, dass jeder Typ von der Frau, Theta 1 oder Theta 2, gleich wahrscheinlich ist. Er kennt sie halt noch nicht. Also ist es gleich wahrscheinlich, Theta 1 und Theta, P von Theta 1 und P von Theta 2 sind jeweils ein halb. So, wie können wir so ein Spiel jetzt lösen? Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen uns überlegen, was ist eine Strategie in diesem Spiel? Eine Strategie für den Mann ist nicht anders als zuvor. Der Mann hat ja nur einen Typ. Das heißt, er kann sich entweder für B oder für F, für Ballett oder für Fußball entscheiden. Das ist einfach seine Strategie, genau wie vorher. Allerdings, die Frau hat mehr Möglichkeiten jetzt. Sie muss ja, wie allgemein, wenn man eine Strategie bestimmt, einen vollständigen Aktionsplan haben. Das heißt, selbst bevor sie schon ihren eigenen Typ kennt, plant sie für alle Eventualitäten. Sie plant also, wenn sie Typ 1 ist, eine bestimmte Aktion, und sie plant aber auch gleichzeitig, quasi bevor das Spiel beginnt, schon auch eine bestimmte Aktion, wenn sie Typ 2 ist. Und damit hat sie insgesamt 4 Strategien. Und die können wir so aufschreiben. B würde zum Beispiel bedeuten, dass sie immer zum Ballett geht, egal welcher Typ sie ist. BF würde ich jetzt so interpretieren, das macht sie, wenn sie Theta 1 ist. Und das macht sie, wenn sie Theta 2 ist. Also sie würde zum Ballett gehen, wenn sie Theta 1 ist, Typ 1. Und sie würde zum Fußball gehen, wenn sie Typ 2 ist. Und so weiter. So können wir alle 4 Möglichkeiten aufschreiben. So, was uns das also jetzt gibt, ist ein Spiel mit 2x4 Strategien. Also ein 2x4 Spiel wird uns das produzieren. Und wir können das hinschreiben, indem wir jetzt einfach die ganzen Möglichkeiten mal auflisten. Also der Mann hat wiederum nur 2 Strategien, die Frau hat 4 Strategien. Das sind die 4 Strategien, die wir gerade genannt haben, BB, BF, FB und FF. Und jetzt müssen wir noch irgendwie diese Auszahlung da reinkriegen. Wie werden die erzeugt? Also wir haben hier oben nochmal die beiden separaten Spielmatrizen für Theta 1 und Theta 2. Wie kriege ich jetzt die Auszahlungen hier in dieses Gesamtspiel rein? Naja, schauen wir uns einfach eine Kombination an, zum Beispiel die Kombination BBF. Wie kriege ich jetzt hier eine Auszahlung von 1,5, 2? Was bedeutet das? Der Mann spielt auf jeden Fall B, das heißt, wir sind auf jeden Fall hier in dieser oberen Zeile. Außerdem, wenn die Frau Typ 1 ist, dann spielt sie B, und wenn sie Typ 2 ist, spielt sie F. Das heißt, wir kriegen diese Auszahlung hier. Das heißt, wir kriegen quasi eine Kombination von diesen beiden Auszahlungen hier, die wir da reinschreiben müssen. Und wie genau? Naja, der Mann
weiß ja nicht, welcher Typ er ist. Das heißt, er wird einen Erwartungswert ausrechnen, oder wir werden jetzt einen Erwartungswert für den Mann ausrechnen, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit 1/2 mal 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 mal 0. Das ist das, was er bekommt, und das ist natürlich die 1/2, die hier steht. Und für die Frau genauso, die kriegt 2 hier und 2 hier. Gut, da muss man nichts verrechnen, das ist natürlich 2. So haben wir also hier diese Auszahlung kreiert, und so können wir jetzt für jede andere Auszahlung das auch machen, für jede andere Kombination. Und damit haben wir jetzt hier ein bayesianisches Spiel. Diese Zahlen hier drin sind jetzt Erwartungswerte. Das sind erwartete Auszahlungen. Und wir können dieses Spiel jetzt ganz normal lösen. Das heißt, wir können in dieser Matrix hier mit den erwarteten Auszahlungen jetzt ganz normal ein Nash-Gleichgewicht suchen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich suche jetzt hier wie üblich die besten Antworten. Ich unterstreiche also die besten Antworten von Spieler 1. Und welche von denen ist jetzt Nash-Gleichgewicht? Das hier nicht, da würde jemand abweichen, das hier auch nicht, das hier auch nicht. Das Einzige, was ich finde in reinen Strategien, ist FFB. Dann gibt es noch tatsächlich eine ganze Reihe, ich glaube 6 gemischte Strategien, gemischte Gleichgewichte. Die sind etwas schwieriger zu finden. Der Grund ist, dass sie da alle möglichen Kombinationen durchgehen müssen. Der Mann kann mischen, die Frau kann mischen zwischen 2, und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Sie kann zwischen BB und FF mischen oder zwischen BB und BF. All diese Möglichkeiten. Dann kann sie aber auch zwischen 3 mischen oder zwischen allen 4 mischen. Und bis sie die alle durchgecheckt haben, das dauert ein Weilchen. Also sowas machen wir typischerweise nicht. Das kann man, es gibt dafür auch Software. Das ist eine relativ mühsame Geschichte, alle gemischten Gleichgewichten in größeren Spielen auszurechnen. Hier, das ist jetzt noch kein sehr großes Spiel, aber es wird schon mühsam. So. Das Interessante an unserem reinen Gleichgewicht FFB ist folgendes. Ich hatte ja, wir wissen ja, wenn ich mir überlege, wenn wir dieses Spiel hier, wenn der Mann auf jeden Fall B spielt, Entschuldigung, wenn der Mann auf jeden Fall F spielt, das macht er ja in diesem Gleichgewicht. Was ist die beste Antwort von Frau Typ 1? Naja, natürlich F zu spielen. Und was ist die beste Antwort von Frau Typ 2? Ist natürlich dann B zu spielen. Also die beste Antwort wäre FB. Und Sie sehen, das stimmt hier auch mit dem überein. Und natürlich umgedreht, wenn die Frau FB spielt, dann ist es eine beste Antwort für den Mann, F zu spielen. Das heißt, das macht durchaus Sinn, und ganz, ganz wichtig ist, wir lernen beide Typen der Frau optimieren. Beide spielen also optimal. Keiner der beiden Typen möchte abweichen. Und genau das wird dann hinterher unser Kriterium sein für ein bayesianisches Nash-Gleichgewicht. Kein Typ möchte abweichen. Das ist das Entscheidende. So, dann kommen wir jetzt zur formalen Definition eines bayesianischen Spiels. Wir brauchen erstmal die ganzen Typen. Die Typen sind eben, wie gesagt, stehen für verschiedene Auszahlungsfunktionen, können aber auch andere Dinge abbilden. Es gibt einfach eine endliche Menge von Typen von jedem Spieler. Eben hatten wir gerade nur 2 Typen für einen der beiden Spieler, der andere Spieler hatte nur einen Typ. Das kann natürlich auch durchaus passieren. Im Prinzip kann aber jeder Spieler verschiedene Typen haben. Und dann schreiben wir Theta für einen ganzen Vektor von Typen, das heißt ein Typ für jeden Spieler. Dann gibt es den Typ der anderen Spieler, das ist unsere übliche Notation mit dem minus i, das ist einfach nur zur Vereinfachung, das heißt, wir nehmen den Typenvektor und streichen den Typ von Spieler i raus. Nun muss es, wie ich hatte schon gesagt, es muss eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung geben für die Typen. Das heißt also, bevor das Spiel beginnt, kennt jeder Spieler diese Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also das kann eine Gleichverteilung sein, so wie eben, kann aber auch irgendeine andere Verteilung sein. Und die ist allgemein bekannt. Dann brauchen wir eine Auszahlungsfunktion. Die ist definiert wie üblich, nur dass wir jetzt auch noch Typen drin haben. Ja? Denn natürlich haben unterschiedliche Typen auch unter Umständen unterschiedliche Auszahlungsfunktionen. Und es ist so auch so, dass meine Auszahlung nicht nur von meinem eigenen Typ abhängt, also UI hängt nicht nur von Theta I ab, sondern auch von dem Typ der anderen Spieler. Das kann durchaus sein, dass meine Auszahlung beeinflusst wird
von den Typen der anderen Spieler. Muss aber nicht immer, aber kann. So, und jetzt kommt es zu einem, zu dem Hauptgrund, warum wir das eigentlich überhaupt bayesianisch nennen. Wir müssen nämlich sowas wie manchmal immer die bayesianische Regel bzw. bedingte Wahrscheinlichkeiten reichen oft aus. Wir müssen bedingte Wahrscheinlichkeit berechnen können. Das heißt, wir brauchen so etwas wie die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen den Typ Theta minus I haben, wenn ich selbst den Typ Theta I habe. Warum kann das eine Rolle spielen? Es kann natürlich zum Beispiel sein, dass unsere Typen irgendwie korreliert sind. Es ist also denkbar, wenn ich einen hohen Typ habe, eine hohe Zahlungsbereitschaft zum Beispiel, dass ich dann glaube, dass die anderen auch eine hohe Zahlungsbereitschaft haben. Oder umgedreht. Sie kann positiv oder negativ korreliert sein oder sie kann auch unkorreliert sein, aber im Prinzip erlauben wir hierfür Korrelation. Also wenn wir unkorreliert den unkorrelierten Fall haben, dann ist es einfach gleich der a priori Wahrscheinlichkeit. Falls es aber korreliert ist, dann müssen diese beiden hier nicht gleich sein. Also in manchen Spielen sind die gleich, in manchen Spielen kann ich aber etwas lernen über mein, wenn ich meinen eigenen Typ kenne, über den Typ der anderen Spieler. Es gibt jetzt so eine Art, obwohl wir da hier eigentlich natürlich ein statisches Spiel haben, eine zeitliche Struktur, ich mache mal in Anführungsstrichen, weil es nicht wirklich ein dynamisches Spiel ist. Aber wir machen das so als konzeptionell, stellen wir uns vor, dass zuerst der Zufall kommt. Der Zufall zieht für jeden Spieler einen Typ. Ja, von all diesen möglichen Typen wird genau ein Typenvektor ermittelt für jeden Spieler. Also der erste Spieler hat den Typ Theta 1, der zweite Spieler den Typ Theta 2 bis Theta n. Jeder hat einen Typ und der wird zufällig ermittelt durch diesen Naturzug, durch diesen Zufallszug am Anfang. Jeder Spieler kennt natürlich dann seinen eigenen Typ, der lernt ihn in diesem Moment sozusagen. Er lernt also jetzt, aha, ich bin Typ Theta I. Und eventuell kann er das, wie ich gerade schon gesagt habe, kann er dann etwas lernen über die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen einen bestimmten Typ haben, indem er diese bedingte Wahrscheinlichkeit berechnet. Ja? Und dann wählen alle Spieler simultan eine Aktion SI und dann werden die Auszahlungen ermittelt und ausgeschüttet. Also das ist immer noch ein Simultanspiel, weil alle Spieler gleichzeitig agieren, ja? Aber es hilft vielleicht, diese zeitliche Struktur im Blick zu haben, insbesondere, dass der Zufallszug zuerst kommt. Jetzt ist es wichtig bei solchen Spielen, wie wir gerade schon gesehen haben, die Frau musste für jeden möglichen Typ, in diesem Fall 2, musste sie eine Aktion planen. Und genauso ist das jetzt auch im Allgemeinfall. Wir brauchen einen vollständigen Aktionsplan für jeden Spieler. Das heißt also, eine Strategie in einem bayesianischen Spiel ist tatsächlich eine Funktion, die von jedem Typ eine bestimmte Aktion spezifiziert. Ja, und ich sage jetzt hier bewusst Aktion zu diesem SI, weil ich es unterscheiden möchte von der Strategie SI von Theta I. Das heißt also, die tatsächlich jedem Typ, den ich haben könnte, eine bestimmte Aktion zuweist. Und die Menge der reinen Strategien, die haben wir durch so ein Skript S hier dann spezifiziert. Also das ist noch was anderes als, das ist nicht dasselbe wie die Menge der Aktionen. Und es gibt zwei wichtige Klassen von Strategien, die sind nicht erschöpfend, es gibt also auch noch viele andere, aber in vielen Spielen sind diese beiden Klassen von Spielen wichtig. Und zwar sogenannte separierende Strategien und Pooling-Strategien. Separierende Strategien sind solche, bei denen jeder Typ von Spieler I unterschiedliche Aktionen wählt. Ja, das ist klar, das ist, warum das separierend heißt. Denn dann heißt das, wenn ich jetzt also in einem bestimmten Gleichgewicht bin und ich beobachte jetzt eine bestimmte Aktion von Typ I, dann kann ich daraus direkt Rückschlüsse ziehen über seinen Typ. Weil ich die Aktion sehe und jeder Typ wählt eine andere Aktion und damit weiß ich, dann kenne ich seinen Typ, ja, wenn ich die Aktion sehe. Und das Gegenteil ist Pooling. Pooling heißt, dass alle Typen genau dieselbe Aktion wählen. Und dann lerne ich natürlich gar nichts über den Typ. Das heißt, ich sehe seine Aktion, aber ich kann keinerlei Rückschlüsse ziehen über den Typ des Spielers.
Okay. Auf diese beiden werden wir insbesondere dann im vierten Kapitel nochmal öfters zurückkommen. So, und jetzt kommen wir einfach zu dem Nash-Gleichgewicht, also zu dem bayesianischen Nash-Gleichgewicht. Das ist furchtbar einfach letztendlich. Das ist einfach ein Nash-Gleichgewicht in dem bayesianischen Spiel. Also im Prinzip, so wie wir vorher bei dem Battle of Sexes gemacht haben, wir haben erstmal das Spiel erweitert, sodass wir die volle Strategienmenge haben. Dann haben wir die erwarteten Auszahlungen reingeschrieben und dann haben wir nach Nash-Gleichgewichten gesucht in diesem erweiterten Spiel, in diesem bayesianischen Spiel. Und das ist dann ein sogenanntes bayesianisches Nash-Gleichgewicht oder abgekürzt manchmal BNG-Gleichgewicht. Man kann das natürlich jetzt auch noch sehr aufwendig notationell hinschreiben. Das machen wir auch einmal, dass wir das alles haben. Aber lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern. Es ist wirklich viel einfacher, als es aussieht. Eine Strategienkombination S Stern ist ein bayesianisches Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien. Gemischten sehen noch hässlicher aus. Falls für alle Spieler und für alle Typen, das ist wichtig, für alle Typen, diese Strategie, besser gesagt, das ist eigentlich eine Aktion hier, diese Aktion, die da von diesem Typen jetzt gewählt wird, die erwartete Auszahlung des Spielers maximiert, gegeben, was die anderen Spieler tun. Okay, und jetzt, was steht hier alles? Wir müssen erstmal, wir summieren hier über alle möglichen Typen des anderen Spielers, ja, weil wir eine erwartete Auszahlung maximieren. Das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Spieler einen bestimmten Typ haben. Und zwar ist es diese bedingte Wahrscheinlichkeit, die davon abhängt, was der eigene Spieler für einen Typ hat. Und was steht hier? Da steht einfach jetzt die Auszahlung. Das ist die Auszahlung, wenn unser Spieler die Aktion SI- wählt und die anderen Spieler ihre Gleichgewichtsstrategie spielen. Das ist also eine Gleichgewichtsstrategie, die abhängt von deren jeweiligen Typ. Dann hängt natürlich die Auszahlung noch von meinem eigenen Typ ab und eventuell auch direkt von dem Typenvektor der anderen Spieler. Das sieht also wirklich sehr komplex aus, aber eben letztendlich geht es nur darum, dass meine gewählte Aktion, wenn ich Typ Theta I habe, dass ich dann meine erwartete Auszahlung maximiere. Und das muss für jeden Typen gelten. Das heißt, in der optimalen Strategie muss für jeden Typen eine Aktion wählen, die erwartete Auszahlung dieses Typen maximiert. Gegeben, was die anderen Spieler tun, möchte kein Typ eines Spielers eine andere Aktion wählen. Das heißt, in unserem Beispiel Battle of Sexes war es so, weder die Frau von Typ 1 noch die Frau von Typ 2 möchte abweichen. Ja, das ist die Definition eines bayesianischen Nash-Gleichgewichts. Und als Beispiel machen wir ein Konodu-Pol mit asymmetrischer Information. Asymmetrische Information bedeutet, dass ein Spieler mehr weiß als ein anderer. Und das ist hier folgendermaßen abgebildet. Wir nehmen an, dass die Nachfrage allen Spielern bekannt ist. Das ist unsere üblich bekannte Nachfrage, einfach wieder die lineare Nachfrage mit 1 minus Q. Groß Q ist wiederum die Summe der beiden Mengen, Q1 und Q2. Die Kosten der Firma 1 sind ganz normal Standard lineare Kosten, C mal Q1. Die Kosten der Firma 2 sind auch linear, allerdings besteht Unsicherheit über die Höhe der Grenzkosten. Die Grenzkosten könnten CH sein oder sie könnten CL sein. Und das passiert mit Wahrscheinlichkeit μ, beziehungsweise mit Wahrscheinlichkeit 1 minus μ. Die Firma 1 kennt natürlich die Firma 1 kennt nicht die Grenzkosten der anderen Firma, sie kennt aber dieses μ. Sie weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Kosten hoch oder niedrig sind. Firma 2 kennt ihre Kosten, ja, nachdem sie sozusagen vom Zufallszug wurde ihr mitgeteilt. Sie kennt aber auch die Wahrscheinlichkeit, mit der sie hoch oder niedrig sind. Wir werden nachher gleich sehen, warum das wichtig ist, weil es natürlich in dieses hier natürlich indirekt die Aktion von Spieler 1 beeinflusst und damit dann auch indirekt wiederum die Aktion von Spieler 2 oder von Firma 2. Also beides muss bekannt sein, die eigenen Kosten und die Wahrscheinlichkeit, mit der Spieler 1 glaubt, dass die Kosten hoch oder niedrig sind.
Übrigens ist es nicht wichtig, dass das die wirkliche oder wahre Wahrscheinlichkeit ist, sondern das ist halt diese Wahrscheinlichkeit, mit der Spieler 1 oder Firma 1 glaubt, dass die Kosten hoch oder niedrig sind. Das ist das Entscheidende. Okay, also das ist unser Modell. Wir haben jetzt hier ich kann es jetzt nochmal in unserer zeitlichen Struktur abbilden. Wir haben zuerst diesen Naturzug, Zufallszug, und der entscheidet, ob die Firma 2 hohe oder niedrige Kosten hat. Für Firma 2. Firma 1 kennt nicht das Ergebnis dieses Zufallszugs, deswegen ist das hier eine Informationsmenge um diese beiden Knoten. Und jetzt muss Firma 1 ihre Menge Q1 wählen, ohne zu wissen, ob die Firma 2 hohe oder niedrige Kosten hat. Die Firma 2 kann natürlich diese beiden hier unterscheiden. Sie weiß durchaus, ob sie hohe oder niedrige Kosten hat. Deswegen ist diese Informationsmenge hier nicht, umfasst nicht alles, sondern sie ist hier getrennt. Aber sie kennt natürlich nicht die Menge, die die Firma 1 gewählt hat, weil die beiden ja simultan ihre Menge wählen. Das heißt also, deswegen sind diese Informationsmengen hier da, um anzuzeigen, dass die Firma 2 nicht weiß, welche Menge die Firma 1 gewählt hat. So, das ist also quasi der zeitliche Ablauf, und jetzt versuchen wir dieses Spiel zu lösen. Wir suchen ein bayesianisches Nash-Gleichgewicht. Zunächst brauchen wir die Strategienmenge, wie immer. Die allgemeine Definition für eine Strategie ist immer eine Aktion für jede Informationsmenge wählen. Wir sehen, dass die Firma 1 nur eine Informationsmenge hat, und an dieser hat sie jetzt muss sie jetzt also wählen, welche Aktion sie hat. Also sie hat nur diese eine. Firma 2 hat zwei Informationsmengen und muss deswegen für beide eine Aktion bestimmen. Das heißt, die Firma 2 muss, und das ist vielleicht ein bisschen komisch wiederum, sie muss eine Menge wählen, wenn sie niedrige Kosten hat und wenn sie hohe Kosten hat. Ja. Sie macht das vielleicht einfach aus systematischen Gründen, weil sie schon das gewählt hat, bevor sie überhaupt erfahren hat, ob sie hohe oder niedrige Kosten hat. Außerdem geht sonst unser Gleichgewichtskalkül nicht, denn die Firma 1 muss antizipieren, was Firma 2 in beiden Situationen tun würde, um optimal zu reagieren. Das heißt also, wir brauchen für die Firma 2 zwei Reaktionsfunktionen. Sie muss eine beste Antwort wählen, wenn sie hohe Kosten hat, und sie muss eine beste Antwort wählen, wenn sie niedrige Kosten hat. Und das ist tatsächlich das, was wir als erstes uns erstmal ausrechnen. Wir haben hier den Gewinn der Firma 2. Der sieht eigentlich genauso aus wie immer. Ich habe hier also 1 minus Q1 minus Q2, das ist einfach nur der Preis, minus die Grenzkosten. Ich gehe jetzt hier mal für den Fall aus, dass sie die hohen Kosten hat. Ja? Mal Q2. Das ist der Gewinn von Firma 2, wenn sie hohe Kosten hat. Sie weiß ja, dass sie hohe Kosten hat. Okay, was soll sie dann tun? Sie kennt natürlich nicht das Q1 Stern, aber das ist das, was wir im Gleichgewicht ermittelt werden. Bedingung erster Ordnung bedeutet also, ich leite ab nach Q2, dann bekomme ich 1 minus Q1 Stern minus 2 Q2 minus CH und ich setze das gleich 0. Und dann kann ich es einfach auflösen nach Q2 Stern und bekomme dann 1 minus Q1 Stern minus CH halbe. Und genau dasselbe kann ich jetzt machen für niedrige Kosten. Da muss ich einfach nur CH durch CL ersetzen. Und dann habe ich die Reaktionsfunktionen der Firma 2. Das sind jetzt zwei Stück, weil ich habe auch zwei Informationsmengen, an denen die Firma 2 eine Aktion wählen muss. Und sie wird es genau so wählen, wie ich hier beschrieben habe. So, was macht die Firma 1? Nun, die Firma 1 kennt nicht die Kosten der Firma 2. Das heißt, alles, was sie tun kann, ist den erwarteten Gewinn maximieren. Und wie sieht der aus? Naja, also wir haben ja gesehen, mit Wahrscheinlichkeit μ hat die Firma 2 hohe Kosten und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus μ hat die Firma 2 niedrige Kosten. Und jetzt mache ich einfach, dass ich hier den Erwartungswert hinschreibe. Also der Gewinn ist jetzt, der erwartete Gewinn ist jetzt, wie üblich, 1 minus Q1 minus Q2, aber jetzt von hohen Kosten, minus C, das sind die eigenen Grenzkosten der Firma 1,
mal Q1 plus 1 minus μ, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie niedrige Kosten hat, mal den Gewinn in diesem Fall dann. So, und dann kann ich das einfach ableiten nach Q1. Kriege ich diesen Ausdruck, setze das gleich 0 und dann löse ich es nach Q1 Stern auf. Wenn ich das nach Q1 auflöse, bekomme ich 1 minus c und dann, normalerweise würden da jetzt einfach nur Q2 Stern stehen, aber hier habe ich jetzt sozusagen so eine ein gewichtetes Mittel von den Q2 Stern, was die Firma 2 wählt, wenn sie hohe Kosten hat und wenn sie wählt, wenn sie niedrige Kosten hat. Und die Gewichte sind dieses Nü, diese Wahrscheinlichkeit und 1 minus Nü. So, und jetzt kann ich natürlich, ich kenne ja schon diese Funktion und diese Funktion habe ich hier vorher ausgerechnet. Die kann ich jetzt einsetzen, um das Gleichgewicht zu ermitteln. Also wird das jetzt hier eingesetzt, das sind genau diese Werte hier. Und dann muss ich ein bisschen vereinfachen. Also ich ziehe das mal auseinander. 1 minus c halbe minus 1 minus q Stern Viertel. Das habe ich hier auch nochmal. Da kann ich das μ und das 1 minus μ zusammenfassen. Dann wird das aber nur 1. Dann bleibt noch μ mal c h Viertel plus 1 minus μ Viertel cl. So, dann möchte ich hier den Nenner wegmachen, mache ich das mal 4 und bringe noch das Q1 Stern hier rüber, dann habe ich nämlich 3 Q1 Stern ist gleich 2 mal 1 minus c minus 1 plus μ mal ch plus 1 minus μ mal cl. Und dann noch durch 3 teilen und schon habe ich die Gleichgewichtsmenge für den Spieler 1. Das heißt also, das ist jetzt das, was der Spieler, also die Firma 1 wählen wird. Wenn Sie das vergleichen mit dem, was wir sonst im Cournot-Modell hatten, dann sehen Sie, das sieht recht ähnlich aus. Es sieht allerdings so aus, als würde die Firma 1 von erwarteten Grenzkosten ausgehen. Sie hat ja immer hier stehen immer ihre eigenen und da stehen die Grenzkosten der anderen Firma. Normalerweise. Und jetzt habe ich hier so ein gewichtetes Mittel oder man kann auch sagen erwartete Grenzkosten. Das stimmt hier tatsächlich. Man darf aber jetzt nicht sofort sozusagen diese Menge hinschreiben und glauben, das würde immer so gelten. Das gilt nämlich nicht. Das gilt nur dann, wenn wir hier so schöne lineare Kosten- und Nachfragefunktionen haben. Wenn sobald Sie zum Beispiel nicht lineare Kosten haben, gilt das hier nicht mehr. Der Weg, den wir gemacht haben, der gilt trotzdem noch, aber das Ergebnis wird anders sein. Okay, also in diesem Fall sieht es so aus, man hätte ja denken können, oh, da machen wir noch, rechnen wir von vornherein gleich nur mit erwarteten Grenzkosten, aber das geht nicht. Wir müssen den erwarteten Gewinn maximieren. Das ist die Strategie. So, und jetzt haben wir hier die Gleichgewichtsmenge von Spieler 1 und dann können wir das natürlich wieder zurück reinsetzen in die Reaktionsfunktion von Spieler 2, zum Beispiel für den mit hohen Kosten. Man kann es genauso machen für den mit niedrigen Kosten, da kommt so etwas Ähnliches bei raus. Ich setze jetzt also hier ein die Menge von Firma 1. Und dann kriege ich diesen Ausdruck hier raus. Der ist jetzt nicht so super interessant. Trotzdem kann man hier ein paar Sachen überlegen, die Sinn machen. Zuerst mal bemerken wir Folgendes. Selbst für die Firma 2 spielt das Mü eine Rolle in ihrer optimalen Strategie. Das Mü taucht hier auf, ja, in dieser Strategie. Und das ist eigenartig. Also selbst die Firma 2 kennt natürlich ihre eigenen Kosten, aber trotzdem berücksichtigt sie das Mü, die Wahrscheinlichkeit, mit der Spieler 1 glaubt, dass sie hohe Kosten hat. Wenn sie zum Beispiel für μ 1 einsetzen, dann kommen Sie wieder zurück zu unserem ganz normalen Cournot-Modell, wenn die Firma 2 C2 gleich CH hat, also hohe Kosten hat, mit Sicherheit. Also dann würden wir genau das Standardergebnis bekommen.
Wenn Sie das jetzt vergleichen hier, dann sehen Sie, dass die Firma 2 jetzt, wenn sie hohe Kosten hat, mehr produziert, als was sie tun würde, wenn bekannt wäre, dass sie hohe Kosten hat. Und das ist auch ganz logisch, denn die Firma 1 weiß ja nicht, ob sie hohe Kosten hat. Das heißt, sie muss damit rechnen, dass die Firma zwar entweder hohe Kosten hatte, aber auch niedrige Kosten hat. Und wenn sie niedrige Kosten hat, wird sie aggressiver sein und deswegen hält sich die Firma 1 etwas mehr zurück. Das heißt also, der Firma 2 mit hohen Kosten kommt es sehr gelegen, dass die Firma 1 nicht weiß, ob sie hohe oder niedrige Kosten hat. Andererseits muss man sagen, der Firma 1 mit niedrigen Kosten schadet es eher, weil da gilt das Umgedrehte. Da wird die Firma weniger produzieren, als was sie tun würde, wenn bekannt wäre, dass sie die niedrigen Kosten hat. Das war dieses Beispiel und im nächsten Video schauen wir uns dann die Auktionen an.